Es geschah vor etwa 100 Jahren. Graf Karnstein, ein Mann ohne Moral. Er feierte ausschweifende Feste. Er gab sich allen Freuden der Lust hin. Er übte auf Frauen eine fast magische Anziehung aus. Frauen jeglichen Standes erlagen seinem unheimlichen Charme und gaben sich ihm bedingungslos hin. So auch Baroness Anna von Freienstein, die Schwester des damaligen Barons.